Die Königliche Schwedische Akademie der Wissenschaften hat heute beschlossen, den Nobelpreis für Chemie des Jahres 2021 gemeinsam an Benjamin List und David McMillan für die Entwicklung der asymmetrischen Organokatalyse zu verleihen. The discoveries initiated a totally new way of thinking for how to put together chemical molecules. This new toolbox is used widely today, for example in drug discovery and in fine chemicals production. It's already benefiting humankind greatly.